So, Weimar war Level 31. Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, glaube ich, am schwächsten dran, so ein bisschen. Nochmal gucken. Ja. Mit einem Level, ne? Also, ich meine, jetzt habe ich die echt mal geschafft, alle so mehr oder weniger auf selbe Level zu trainieren. Wir haben mitbekommen, dass das Institut untersucht, wie das urzeitliche Pokémon mit dem Wetter in Verbindung steht. Deshalb sind wir hier. Oh. Na dann. Smogon. Hm. Solange ich auf einmal Finale einsetze oder so, habe ich eigentlich ja, Zuversicht, dass ich das hinbekomme. Wow. Der Schaden ist ziemlich... Austeilen kann es auf jeden Fall, weil man einstecken auch so ja, ganz gut, sage ich mal so. Ist eigentlich auch ein gutes Pokémon. Aber ist, glaube ich, auch das einzige tatsächlich noch im Team, was noch komplett unentwickelt ist. Außer Latios, was ich nicht entwickeln kann. Aber was? Das ist doch... Außer die Mega-Entwicklung, ja, muss ich auch sagen. Wo wusste Mark etwa von all dem? Oh nein, das sind unsere kostbaren Forschungsergebnisse. Gib sie zurück! Ich bitte um Ruhe. Oh, hat den gehauen? Der Doktor, ist alles in Ordnung? Ich bin sprachlos. Oh, das bringt mich selbst nicht aus der Fassung. Mark, unser großer Anführer... Was haben Sie mit dieser Welt bloß vor? Und was haben Sie mit uns von Team Magma vor? Das ist unverzeihlich. Er hat seine Kapuze nicht an. Ich halte alle auf. Aber leider muss ich erstmal gegen noch ein paar andere kämpfen. Wir sind Team Magma. Wir tauchen immer dort auf, wo außergewöhnliche Entdeckungen gemacht werden. Ja. Und immer vor Ort und Stelle. Vor allem, das wird ja auch immer mehr, glaube ich, so. Naja, ich weiß nicht. Ich meine, wir sind ja erstmal einem Wald begegnet. Und jetzt ist schon so eine ganze... Truppe hier. Wie schon Graffitport City. Oder auf dem Vulkan. Okay, der wird natürlich einfach gewonnen. Keine Frage. Yes, Weimar wird stärker. Sollen wir mal jemand anderes trainieren? Mag nein. Das kriegt Roselia bestimmt auch hin. Roselia ist... Ach ja, Roselia ist... Nein, Roselia ist eine entwickelte Version, weil... Knospi? Ist ja die Vorentwicklung seit Generation 4. Also, habe ich so. Also, ich habe es zwar so gefangen, aber es hat eine Vorentwicklung. Oh, okay. Einfach auch. Zack und tot. So gefällt mir das. Niederlagen muss ich wohl angestehen. Dann tauschen wir mal. Den nach ganz weit vorne. So. Okay, ich werde ganz gut stark jetzt. Wenn das überhaupt ein deutscher Satz war. Guck mal, den kann ich sogar umgehen. Aber mache ich nicht. Hm, was hat denn ein Kind hier zu suchen? Team Magma, Rüpel und Golbert. Okay, aber... Oh, Roselia gegen Golbert. Das könnte vielleicht ein bisschen eng für mich ausgehen. Um ehrlich zu sein, weil es hier eine hohe Initiative hat und... Typ Vorteil ist und er verwirrt mich erstmal. Ich darf leider nicht. Ja, ich glaube nicht, dass ich in so einem Zustand den Kampf gewinnen kann. Dann setze ich lieber Stolrak ein. Stolrak kann man auch nie kämpfen sehen. Boom. Eine fette Maschine. Giftzahn. Wirkungslos, ganz einfach. Sternschauer. Wie viel zieht sowas groß ab? 4 KP. Dafür kommt jetzt der Steinhagel erstmal. Ah, der hat so knapp überlebt. Na gut, dann beenden wir mit Stärke einfach. Ich darf natürlich zuerst, weil die Flinkklaue genauso kommt, wie ich sie brauche. Keine Frage. War es noch ein Volltreffer? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Einfach ganz brutal fertig gemacht. So, wenigstens hat Roselia noch ein Level up erreicht. Dann tausche ich das auch weiter nach hinten. Dann, glaube ich, kann Steuerrack direkt weiterkämpfen gleich. So. Na, Leute? Hohoho, sag mal, bist du eigentlich ein heimlicher Bewunderer von mir, Kindchen? Du scheinst mir ja selbst auf Schritt und Tritt zu folgen, wenn ich in Eigenregie unterwegs bin.
Aber ehrlich gesagt, kommt es mir gerade ganz gelegen. Es ist viel geschehen, von dem du nichts weißt. In mir herrscht ein fürchterliches Gefühlschaos. Daher werde ich diese Gelegenheit nutzen, um all die bitteren Gefühle, die sich in mir angestaut haben, an dir auszulassen. Mach ich darauf gefasst, gezüchtigt zu werden. Okay. Es ist nicht direkt der Magma-Boss, aber schon einer der stärkeren Sorte. Okay, hat nur ein Pokémon. Kamerupt! Ist natürlich genau ungünstig für Stolrak. Aber wisst ihr was? Ich kämpfe bis zum bitteren Ende durch. Erdkräfte. Autsch. Scheiße. Okay, Gardevoir könnte... Könnte. Weiß ich nicht. Ja, bitteschön. Fluch, na gut, vielleicht eine unpassende Attacke gerade. Tja. Leider hat es Stolrak ziemlich hart erwischt, aber ansonsten ist der Typ kein Problem gewesen. Wenigstens kriege ich genug Kohle. Meine Güte, heute ist wirklich nicht mein Tag. So viel Stress verkrafte ich an einem Tag nicht. Ich kann nicht mehr. Hört mir gut zu, Kindchen. Wenn unser Anführer erstmal seinen Plan der Tat umgesetzt hat, dann wird die Welt, die wir kennen, in ewiges Zwielicht gehüllt. Das Meer, wo einst alles begann, wird dann zu einem Ödland, das unser aller Ende bedeutet. Alles Leben wird sein Ende finden, sagt Kindchen. Was gedenkst du in Angesicht dieses unabwendbaren Schicksals zu unternehmen? Ich bin sehr gespannt auf deinen nächsten Schachzug. Tschüss. Ohoho. Unser Anführer sollte sich inzwischen auf Weg zum Pyroberg befinden. Ich muss ihm folgen. Ha, noch ein kleiner Hinweis. Okay, wir haben alle gerettet. Du hast uns gerettet, vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Doc, das ist alles in Ordnung. Ja, diese Ohrfeige hat es ganz schön in sich. Diese Halunken. Sie wollten, dass wir ihre Aufzeichnungen zu extremen Wetterphänomenen zeigen, die bereits Jahrtausende zurückliegen. Ah, wozu nur? Aber genug gehadert. Zunächst möchte ich dir nochmal von Herzen danken. Es mag zwar eher unkonventionell sein, aber nimm doch bitte dieses Pokémon-Zeichen meines Dankes an. Was? Oh, du hast keinen Platz für dieses Pokémon. Spring mich einfach an, sobald du in deinem Team Platz geschaffen hast. Noch ein Wort zu den Daten, die sich die Gauner und Tenar gerissen haben. Sie befassen sich mit den Wetterkapriolen, die vor Jahrhunderten von zwei legendären Pokémon verursacht wurden. Bei einem von beiden handelt es sich um das legendäre Pokémon Groudon. Groudon oder Groudon? Ich weiß immer noch nicht, wie ich das aussprechen soll. Und das wird, glaube ich, nicht das letzte Mal sein, dass ich seinen Namen nennen muss. Groudon, glaube ich. Zumindest in der Serie haben die es so genannt. Es heißt, es habe damals seine Gestalt geändert, indem es eine Energieform in sich aufsog, die in der Natur im Überfluss vorhanden ist. Die sogenannte Naturenergie. Weiterhin heißt es, es habe eine fatale Dürre ausgelöst, durch welche die Gewässer vertrockneten und versandeten. Sie hätten die Landmassen um ein Haar die Meere dieses Planeten vollständig verschluckt. So hätten. Nicht sie hätten. Diese besondere Verwandlung Groudons nennt man auch Protomorphose. Okay, Biologieunterricht. Ich glaube nur nicht, dass das irgendwie der Realität unserer Welt entspricht. Die aus der Protomorphose resultierte Gestalt Groudons, Groudons, ich glaube, nimm es mir nicht übel. Ich glaube, Groudon werde ich meistens sagen, einfach aus Reflex. Heißt in Anlehnung daran Proto-Groudon. Die Protomorphose ist ähnlich wie die Mega-Entwicklung, eine der verschiedenen Entwicklungsformen, die Pokémon unter bestimmten Voraussetzungen durchführen können. Rein theoretisch zumindest. Denn außer Groudon und einem weiteren urzeitlichen Pokémon ist kein anderen Pokémon je gelungen, eine Protomorphose durchzuführen. Das ist wohl der Grund, weshalb sie als Entwicklungsform in Vergessenheit geraten ist. Wir müssen leider dann wieder an die Arbeit. Schau doch bitte im Erdgeschoss vorbei, wenn du einen Blick Zeit hast. Wir möchten uns noch erkenntlich zeigen für deine Hilfe. Okay. Bin gespannt. Okay, der hat noch ein Pokémon für mich, aber ich muss erstmal, ja, auf diesem Stuhl sitzen. Erstmal, was kriege ich denn? Nix. Hier? Das habe ich für dich. Beulenhelm. Okay. Der Leid der Träger des Beulenhelms, eine direkte Attacke, wird auch der Angreifer Schaden zugefügt. Kann nützlich sein, denke ich, für ein Pokémon mit sehr hoher Verteidigung und wenig Angriff, so ein bisschen zurückzuschlagen, so. Muss ich mich noch heilen? Ja, doch. Mal kurz heilen. Und dann mal ganz schnell ein Pokémon aus dem Team schmeißen, zumindest für ganz kurz. Damit ich Platz habe, um das neue Pokémon zu empfangen. So, du kommst ganz kurz weg, aber... Ach, ich habe noch das Ei, ne? Tja, es wurde nie gelüftet, was in diesem Ei drin ist.
So, und jetzt lösen wir erstmal das Rätsel um, welches Pokémon ich hier kriege. Ein Formeo. Ja, es ist tatsächlich ein Pokémon, was wetterabhängig ist. Also an sich ist es, glaube ich, ein Normal-Pokémon einfach. Tja, wenn es sonnig ist, ja, das steht da sogar. Wenn es sonnig ist, dann wird es halt ein Feuer-Pokémon. Bei Hagel wird es zum Eis-Pokémon und Regentanz zu einem Wasser-Pokémon. Ja, kann diese drei Sachen halt durchführen und Meteorologie einsetzen. Ja, Meteorologe. Und Typ und Stärke sind vom Wetter abhängig. Also ist dann wahrscheinlich eine Feuer-, Eis- oder Wasserattacke. Und es trägt Zauberwasser bei sich, was Wasserattacken verstärkt. Warte mal, was hat es noch für einen? Ja, höhere Verteidigung, niedrige Spezialverteidigung. Okay, interessant. Aber es ist mir ein bisschen egal, ehrlich gesagt, weil ich werde das natürlich niemals durch Jungblut ersetzen. Keine Frage. So, bewegen. Du kommst, nein, nicht in die Box, sondern dahin. Und bei dem, wisst ihr, was ich ja mache? Ich entziehe ihm sein Zauberwasser. Obwohl, jetzt habe ich echt, ich habe Seerauch, irgendein anderes Rauch und ich habe Zauberwasser. Alle drei sind Items, die einfach Wasserattacken verstärken. Aber ich glaube, die Wirkung ist dieselbe. Oder gibt es da einen Unterschied? Weiß ich nicht. Naja. So, und das ist jetzt so das Pokémon-Team, wie es jetzt gerade da steht. Ich bin sehr stolz darauf, was ich habe. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Episode weiter und erkunden dort den Weg. Da rechts. Da geht's weiter. Dort. Auf dieser Brücke. Okay? Okay. Dann sind wir uns ja einig. Also, danke fürs Zuschauen und bis dahin.